Erinnert ihr euch an Downloads.com? In den 2000er und sogar noch in den frühen 2010er Jahren war Download.com die Anlaufstelle, um jede gewünschte Software herunterzuladen. Egal ob man nach Antivirensoftware, WinRAR, Minecraft oder einem anderen Download-Client wie uTorrent gesucht hat, die Wahrscheinlichkeit war groß, dass man sie auf Download.com finden konnte, und wenn man etwas nicht finden konnte, ist man wahrscheinlich zu Softonic, Snapfiles oder Softpedia gewechselt, um nach der gleichen Software zu suchen. Im Laufe der Jahre ist Download.com allerdings weitgehend in Ungnade gefallen. Tatsächlich geht es für Download.com seit 2010 nur noch bergab, und seit fast einem Jahrzehnt erreicht das Unternehmen nur noch 1% seiner Rekordbesucherwerte. Viele Leute, die dieses Video sehen, wissen vielleicht nicht einmal, was Download.com ist. Es ist leicht, Download.com als etwas abzutun, das in einer anderen Zeit populär war. Eine Ära, in der die Menschen noch nicht so technisch versiert waren und sich auf eine einzige Website verließen, um die gesamte Software herunterzuladen, die sie brauchten. Aber Download.com steht stellvertretend für einen viel größeren Trend in der Softwarewelt. Den Aufstieg und Fall der zentralen Softwareverteilung für PCs. Ironischerweise begann der Niedergang von Download.com genau dann, als der iOS App Store und der Google Play Store aufkamen. Während die Smartphones also immer zentraler wurden, wurden die PCs immer dezentraler. Nun könnte man meinen, dass Download.com nur deshalb nicht überleben konnte, weil es nicht zu einem großen Technologieunternehmen wie Apple, Google oder Microsoft gehört. Aber das stimmt nicht ganz. Microsoft und Apple haben zwar ihre eigenen App Stores, den Microsoft Store und den Mac App Store, aber wenn man nicht gerade Xcode oder so herunterladen möchte, benutzt die wirklich niemand. Ich meine, wusstet ihr überhaupt, dass YouTube und Netflix ihre eigenen Desktop-Apps im Microsoft Store haben? Und selbst wenn ihr es wusstet, benutzt ihr diese Apps tatsächlich auch auf eurem PC, denn die Xbox zählt ja nicht? Für die allermeisten von euch lautet die Antwort wahrscheinlich nein. Was ist also mit Download.com passiert und warum können sich zentralisierte Software-Repos auf dem Desktop nicht durchsetzen? Ein Blick zurück zeigt, dass die Geschichte von Download.com bis ins Jahr 1996 zurückreicht, also fast 30 Jahre. Die Website wurde von CNET oder Computer Network ins Leben gerufen, das zu diesem Zeitpunkt selbst noch ein kleines Startup war. Die Vision für Download.com war ganz einfach. Ein benutzerfreundliches Verzeichnis zu erstellen, das es den Leuten ermöglicht, Software für Windows und Mac herunterzuladen und zu bewerten. Die mit Abstand beste Entscheidung, die CNET mit dieser Website getroffen hat, war, sie Download.com zu nennen. Im Nachhinein kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wie ich auf diese Website gestoßen bin, aber es war keine Google-Suche oder ein Freund, der mir davon erzählte. Ich glaube, ich habe einfach auf Download.com nachgeschaut, als ich ein Spiel oder eine Software herunterladen wollte, und die Website hatte sie zufällig im Angebot. Und ich glaube, seitdem habe ich sie so ziemlich immer benutzt. Ich vermute, dass viele Computer- und Internetneulinge eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, was zeigt, wie wichtig ein Markenname sein kann. Das demonstriert die Bedeutung einer guten Domain. Der Name Download.com war so intuitiv, dass der Name selbst die Besucherzahlen und das Wachstum der Website ankurbelte, was uns zum ersten wichtigen Punkt hinter dem Erfolg von Download.com bringt. Die meisten Computernutzer waren damals technisch nicht versiert. Eine solche Website würde heute nicht mehr funktionieren, weil niemand so naiv wäre, nach Download.com zu suchen. Und selbst wenn sie bei Google auf die Website stießen, wären sie wahrscheinlich nur von der Domain überrumpelt worden. CNET baute auf diesem anfänglichen Erfolg auf, indem es auf andere Download-Kategorien expandierte. Im Jahr 2004 begann Download.com mit dem Download von Musik, nachdem mp3.com abgeschaltet worden war. Im Jahr 2005 wurde das Videostreaming für Filme, Serien, Animationen, Sport und alles andere eingeführt. Und ehe man sich versah, wurde Download.com zu einer der beliebtesten Websites der Welt, die jedes Jahr über 100 Millionen Besucher anzieht. Das soll aber nicht heißen, dass Download.com perfekt war. Sie hatten viele nervige Macken, vor allem Bloatware. Ursprünglich hatte Bloatware mehr mit den Softwareherstellern selbst zu tun als mit Download.com, aber irgendwann war auch Download.com daran beteiligt. Zunächst einmal sah man eine Reihe von Anzeigen mit riesigen Download-Buttons für etwas völlig anderes als das, wonach man gesucht hatte. Mit der Zeit begann CNET auch, seine eigenen Installationsprogramme für Downloads anzubieten, die man herunterlädt, wenn man auf den großen grünen Download-Button klickt. Der direkte Download-Link war nur ein kleiner Link unterhalb des großen Buttons. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn der CNET-Installer nicht selbst versuchen würde, Bloatware zu verkaufen. Aber genau das hat er versucht, und er war auch noch ziemlich irreführend. Wenn man zum Beispiel versucht, Mango-File über den Installer herunterzuladen, wird man zunächst von einer Seite begrüßt, die so aussieht.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie die Nutzungsbedingungen für MangoFile mit einem Kontrollkästchen. Aber das Kontrollkästchen ist nur ein Trick, um euch dazu zu bewegen, die Sweetpacks-Toolbar herunterzuladen. Wenn man es über diese Seite hinaus schafft, wird man von einer anderen Seite begrüßt, die wie die Nutzungsbedingungen von download.com aussieht. Mit der Schaltfläche Akzeptieren stimmt man jedoch nicht den AGB zu, sondern installiert die Default-Tab-Searchbar auf seinem Computer. Damit ist es aber noch nicht getan. Wenn man es daran vorbeigeschafft hat, bekommt man eine weitere Aufforderung, scheinbar die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Aber das ist nur ein Trick, um einen zum Download von Wajum zu bewegen. Und selbst wenn man sehr vorsichtig ist und alle Angebote ablehnt, installiert das Installationsprogramm die Schadsoftware manchmal trotzdem. Es ist auch ziemlich mühsam, diesen Müll zu deinstallieren, denn die Software ist in der Regel so konzipiert, dass sie sich nur schwer deinstallieren lässt. Einfach in den Windows-Programmmanager zu gehen und auf Deinstallieren zu klicken, bringt normalerweise nichts. Stattdessen muss man zu den Programmdateien gehen und das Verzeichnis und alle zugehörigen Dateien löschen, die normalerweise überall verstreut sind. Kein Wunder, dass die Computer vieler Leute früher so aussahen. Aber wie auch immer, Apple und Microsoft beobachteten all das von der Seitenlinie aus und beschlossen schließlich zuzuschlagen. Am 6. Januar 2011 startete Apple den Mac App Store und kurz darauf, am 26. Oktober 2012, startete Microsoft den Microsoft Store. Die Strategie hinter diesen Stores war klar. Apple und Google hatten mit dem iOS App Store und dem Google Play Store große Erfolge erzielt und es war offensichtlich, dass Desktop-Alternativen wie Download.com und Softonic von innen heraus verrotten. Daher war es naheliegend, einen First-Party-Store für Windows und Mac einzuführen. Damit sollte die ganze Bloatware und Malware, die im Umlauf war, weitgehend beseitigt werden, während Apple und Microsoft gleichzeitig mehr Kontrolle über ihre Plattformen erhielten. Es schien ein Win-Win-Szenario zu sein, aber diese Stores haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Noch verwirrender war, dass das Interesse an Websites wie download.com ebenfalls stark zurückging. Wohin also ging der ganze Traffic? Das lässt sich größtenteils durch die generelle Entwicklung der Desktop-Software erklären, genauer gesagt durch SaaS oder Software as a Service. Zu den Zeiten von download.com wurde viel Software nur von Enthusiasten oder einer kleinen Gruppe von Leuten geschrieben. Die Nutzer waren nicht unbedingt bereit, für Software zu bezahlen, es sei denn, es handelte sich um Microsoft Office oder Adobe Photoshop. Daher waren die meisten Programme wie WinRAR und uTorrent gezwungen, auf eine Art Freemium-Modell zu setzen, das durch Werbung finanziert wird. Wenn diese Programme wirklich populär wurden, war es für die Ersteller möglich, Millionen oder sogar zweistellige Millionenbeiträge zu verdienen, aber an Milliarden und zweistellige Milliardenbeiträge war bis in die 2010er Jahre überhaupt nicht zu denken. Diese Zeit war wirklich ein Wendepunkt für Computer. Computer wurden von etwas, mit dem die Leute nur zu Hause herumspielten, zu etwas, das fast jeder für Arbeit und Schule brauchte. Adobe und Microsoft erkannten diesen Trend und beschlossen, davon zu profitieren. Sie dachten sich, dass sie viel mehr Geld verdienen könnten, wenn sie eine Abonnementgebühr für ihre Software verlangen würden, anstatt einen einmaligen Kaufpreis. Und wer könnte es ihnen verdenken? Seht euch doch nur mal ihre Nettoeinnahmen in den letzten 10 Jahren an. Dieser Präzedenzfall, den Adobe und Microsoft geschaffen haben, würde eine ganz neue, mehrere hundert Milliarden Dollar schwere Industrie entstehen lassen. SaaS, die das Spiel komplett veränderte. Die meiste Software wurde nicht mehr von Nerds entwickelt, die im Keller ihrer Mutter lebten, sondern von cleveren Geschäftsleuten mit milliardenschweren Visionen. Das Letzte, was sie tun wollten, war, ihre Software auf download.com anzubieten. Eine Auflistung der Software im Mac Store und im Microsoft Store wäre zwar in Ordnung gewesen, aber auch nicht ideal, denn schließlich würde sich das Angebot auf ein paar Bilder und eine kurze Beschreibung beschränken. Außerdem waren diese Stores nicht besonders beliebt, also beschlossen diese SaaS-Unternehmen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie erstellten schöne Websites und Landingpages, die nicht nur professionell waren, sondern auch viel besser für den Umsatz optimiert waren, als es ein Angebot im Mac App Store je sein könnte. Und schon bald wurde dies zum Standard für jedes Softwareunternehmen, ob bezahlt oder kostenlos. Denkt einfach an jede Software, die ihr täglich benutzt. Ob Zoom, Discord, Microsoft Office oder die Adobe Suite, sie alle haben tolle Landingpages und Verkaufstunnel. Aber diese Vorherrschaft von SaaS ist nur die halbe Wahrheit, denn es gab noch einen viel größeren Trend. Aus einer Makroperspektive betrachtet, würde ich behaupten, dass das Ende von download.com weniger mit dem Aufstieg von SaaS zu tun hat, als vielmehr mit dem Tod des Herunterladens im Allgemeinen.
Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass die Menschen es vorziehen, alle Arten von Medien zu streamen, egal ob es sich um Musik, Podcasts, Filme, Fernsehsendungen oder andere Dinge handelt. Und was das Teilen von Dateien angeht, so erfüllt Google Drive alle Anforderungen, die ein durchschnittlicher Mensch an das Teilen von Dateien stellt. Ich würde sogar behaupten, dass der Durchschnittsmensch keine Software oder Medien herunterladen muss. Das ist auch genau der Grund, warum Produkte wie das Chromebook so erfolgreich sind. Die Menschen können alles, was sie brauchen, über das Internet erledigen. Egal, ob es darum geht, E-Mails zu beantworten, zu recherchieren, Dateien auszutauschen, Präsentationen zu erstellen, zu schreiben, Medien zu konsumieren, einfach alles. Selbst Hardcore-Nutzer, die immer noch Dinge herunterladen müssen, tun das nicht besonders oft. Es ist im Grunde nur eine einmalige Sache. Diese Programme aktualisieren sich in der Regel automatisch, wenn es nötig ist, und man muss sich nie wieder um sie kümmern. Außerdem ist zu beachten, dass moderne Websites im Grunde genommen Software sind. Das beste Beispiel dafür ist die Google Office Suite, die im Grunde eine Online-Version von Microsoft Office ist. Aber das gilt für jede Website. YouTube.com ist im Grunde nur eine Software, mit der man unendlich viele Videos anschauen kann. Amazon.com ist eigentlich nur eine Software, mit der man eine unendliche Menge an Produkten kaufen kann. Gmail.com ist eigentlich nur eine Software, mit der man mit praktisch jedem auf der Welt in Kontakt treten kann. Und das Schöne an all dieser Software ist, dass sie nicht über download.com oder den Microsoft Store heruntergeladen werden muss. All diese Software lebt in der Cloud und wird ständig aktualisiert und verbessert, ohne dass du etwas dafür tun musst. Wenn du diese Websites das nächste Mal besuchst, werden sie einfach auf magische Weise aktualisiert. Ich möchte anmerken, dass dieser moderne Trend den Computer für die meisten Menschen ohne Internetverbindung praktisch nutzlos gemacht hat. Aber da das Internet heute im Grunde selbstverständlich ist, stört es wohl niemanden mehr. Letztendlich war download.com eine Website, die aufgrund ihres guten Timings erfolgreich war. Der intuitive Name und das Bedürfnis, alles herunterzuladen, machten die Website zu einem Hit bei den frühen Computernutzern. Aber mit dem Aufkommen von SaaS-Unternehmen, Streaming und Websites, die im Wesentlichen aus Software bestehen, haben die Menschen einfach keinen Bedarf mehr, etwas herunterzuladen und genauso wenig Bedarf für etwas wie download.com. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.